Das sind so einzelne Blöcke, manchmal so Eisblöcke, manchmal und, so. Ja, aber wie soll man denn da um die Ecke kommen? Ja, das kann man schaffen. Nein! Ah! Ich war so nah, wirklich! Ich war so weit! Verdammt! Ich glaube, das Spiel ist genau das Richtige für dich. Verdammt! Verdammter Mist! Dann vielleicht. Willkommen in Million Young, es ist ein neuer Minecraft-Minigame mit Ungespielt zusammen, hallo. Oh Gott, guten Tag wünsche ich euch und ich hab Schluck auf, ich hoffe, ich muss jetzt nicht hixen hier. Ich muss auch gerade ein bisschen, aber ich bekomme das irgendwie hin. Ja, wir spielen heute das, was da in der Ecke steht, nämlich Super Jump. Und davon haben wir auch gerade eben schon eine Runde aufgenommen, die gibt's auf Simons Kanal. Und wie die ausgegangen ist, müsst ihr da schauen. Jetzt die zweite Runde, ich spiel's jetzt zum zweiten Mal, gerade eben zum ersten Mal, jetzt das zweite Mal. Und falls ihr das noch nicht kennt, ihr werdet es gleich sehen, ich muss dich erstmal challengen, ne? Oder? Okay, ja, genau, du darfst mich herausfordern. Suchst du eine Map aus? Ich gebe dir nur einen Tipp für dich, für damit du glücklich wirst in deinem Leben. Ja? Wähl nicht Snake aus. Du musst mich, glaube ich, challengen, weil ich kann dich gerade nicht challengen. Hier steht ungespielt, still has a challenge request pending, weil ich glaube, ich was falsch gedrückt hatte. Okay, warte, dann drück nochmal, mach mal alle Spieler eben kurz aus. Zack. Ich? So, ja, ja. So. Challenge a player. Mhm. Soll ich eine Map aussuchen? Mach ruhig. Ich komme mit allen Maps klar. Es ist kein Problem für mich. Okay, dann nehme ich die Map. Ich kann alles. Lift off. Nicht. Die kenne ich noch nicht. Okay. Slash accept. Oh. Ich weiß nur, dass die Map Snake. Oh nein! Ich will Christine! Accept. Okay. Oh, die sieht ja böse aus. Alter Schwede. Also im Endeffekt geht's halt hier rum, dass wir hier, möglichst, wir spielen genau das gleiche sozusagen und müssen einfach nur möglichst weit kommen. Immer wenn man irgendwo runterfällt, wird man zum Anfang zurückgesetzt. Ja. Und du bist da drüben gestartet, ich sehe dich schon nicht mehr. Oh Gott, das ist echt, die sieht schwer aus, die Map. Keine Ahnung, wie groß die ist. Aber ich weiß nur, dass die Map Snake manche Blöcke davon gar nicht. Ziemlich lang ist und ich glaube, die Map Snake könnten wir noch nicht zusammen spielen. Da müsstest du noch ein bisschen üben. Oh, guck mal, wir sehen uns. Guck, wir sind an der gleichen Stelle. Wir sind beide am Anfang. Toll. Nein. Hä? Ist das der Anfang bei dir? Bei mir ist das der Anfang. Achso, ich bin schon ziemlich weit jetzt. Ah, okay. Ich würde gleich am Anfang, ja, ich bin am Anfang. Ich werde hier zurückgehen. Ah, oh, ich hatte gerade einen Lauf! Hä, muss ich da hin? Bei mir steht Get to the Rockets. Also ich muss zu den Raketen irgendwie gelangen. Und immer schön springen. Und leicht ist das nicht, Simon. Leicht ist das nicht. Verdammt. Alter, ich bin bei diesen Spinnennetzen. Verdammt. Nein, scheiße, ich muss auch wieder am Anfang. Ah. Na, müssen wir denn überhaupt den gleichen Parcours haben? Nee. Doch, also ungefähr. Okay. Verdammt! Ah. Ich werde einfach immer wieder komplett und man wird immer zum Anfang zurückgesetzt, ne? Aber du hast es ja auch schon mal mit Herr Bergmann gespielt. Ist der gut da drin? Der Bergmann ist nicht schlecht, also der hat sich auf jeden Fall. In der Ruhe liegt die Kraft wahrscheinlich, ne? Ja, der hat es auf jeden Fall gemacht, der Herr Bergmann. Also der hat geübt. Herr Bergmann rises, du weißt. Ah, ja, Herr Bergmann. Langsam, aber sicher tastet er sich an alles ran. Er ist halt ein Lehrer und da muss er sich halt manchmal einarbeiten in ein Thema, aber dann kann er das halt auch gut spielen und auch gut vermitteln. Vielleicht soll ich mal Privatstunden bei ihm nehmen. Ich bin halt eigentlich schon ein bisschen gezeichnet durch seinen Privatunterricht, weil den habe ich sozusagen bei ihm, weil meine täglichen Nachsitzeinheiten sich mittlerweile so anfühlen wie schon fertig geplante Unterricht, Privatunterricht. Wir haben eine richtige Beziehung aufgebaut untereinander dadurch. Das ist immer cool. Alter, Dena, die Map ist ultra krass. Die ist richtig schwer, ich schaff nicht mal den Anfang. Alter, die Map ist wirklich, also das ist wirklich eine Map, Dena, die für dich als jetzt gerade, wo du anfängst damit, schon ein bisschen heftig ist, kann man schon sagen. Aber der Anfang sieht hier nicht besonders schwer aus eigentlich, wo ich bin. Ich fall ja trotzdem immer runter. Ja, aber es wird noch einiges kommen. Okay, wenn du das sagst, dann ist es so. Wie du einfach erst dreimal runtergefallen bist und ich 17 Mal. Welcome aboard, nearly there. Ach, da rechts sieht man auch, wie oft die Leute runterfallen, krass. Ja, ich hätte gerne so ein. Wow, ich hätte gerne irgendwie so ein Checkpoint steht da. This way. Ich bin schon an Bord der Rakete. Nein, ich bin so weit. Hä, aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Ich bin an Bord der Rakete. Vielleicht musst du die Pfeile lesen. Oh, Dena, ich glaube, die Rakete innen drin wird dir gefallen. Das ist sowas wie ein Checkpoint, weil da kann man nicht mehr komplett zum Anfang zurückfallen. Sicher? Ja. Oh, das ist schön, aber leider komme ich gar nicht dahin.
Aber ich war gerade eben schon echt recht. Aha! Aber ich immer bei dieser einen Stelle recht nah am Anfang, so der vierte oder fünfte Block, falle ich im Runter, jetzt nicht. Also ich spiele das jetzt schon seit ein paar Runden, dieses Spiel hier. Das finde ich, also Super Jump finde ich echt cool. Und es kommt immer darauf an, ob die Map halt ziemlich groß ist oder klein. Dann kann man entweder mal 3 Runden in einer Folge spielen oder auch nur mal eine. Zum Beispiel mit German Desfair habe ich mal eine Runde gespielt, die hat alleine 12 Minuten gedauert. Und es war trotzdem halt so lustig. Also ich finde, es ist einfach ein schönes Spiel, ja. Ja, man kann auch gut dabei entspannen, weil man sich so konzentrieren muss. Das erinnert mich irgendwie an die Pizza mit Jump and Run Maps. Das stimmt, weil man halt immer auch immer zurückgesetzt wird, ne? Bis an Anfang. Oh, komm bitte in die Rakete rein, Deda, dann können wir zusammenspringen. Ich glaube, ich bin schon am Rand der Rakete. Ja, mit diesen Spinnennetzen? Oh, ja. Ja, genau. Oh, aber wo gehe ich denn jetzt weiter? Ha, wohin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da musst du immer am Rand immer weiter. Da sind so Blöcke so, die fallen schon auf. Die fallen irgendwie schon auf. Ah! Das ist aber Spinnennetze. Nicht einfach. Also, da sind so einzelne Blöcke. Manchmal so Eisblöcke, manchmal und, so. Ja, aber wie soll man denn da um die Ecke kommen? Ja, das kann man schaffen. Nein! Ah! Ich war so nah, wirklich. Ich war so weit. Verdammt! Ich glaube, das Spiel ist genau das Richtige für dich. Nein, ich glaube, es ist gar kein gutes Spiel für mich. Doch, ich glaube, genau das richtige Spiel für dich, damit du richtig schön ausrasten kannst. Mann, ich war wirklich so weit. Manchmal schaffe ich hier die ganze Zeit den Anfang nicht. Dann denke ich, ja, okay, Jule, ich bin halt schlecht. Aber wenn ich denn mal weit komme und dann noch versage, dann ist es einfach nur traurig, weißt du? Ich bin auch gerade wieder komplett runtergefallen. Aber in der Rakete stirbt man nicht, da hat man wieder einen Checkpoint. Weil wegen den Spinnennetzen oder wieso ist da ein Checkpoint? Nee, du bist in der Rakete drin, das heißt, du bist in der extra Plattform. Also wenn okay. Du da runterfällst, bist du wieder auf der unteren Plattform. Du musst nur bis hier kommen, dann hast du es so gut wie geschafft. Ich glaube, ich war echt ganz kurz davor, weil ich glaube, es ging da sozusagen gerade rein in die Rakete. Die ganze Zeit war ich so in der Außenhaut und dann ging es da so ein bisschen rein. Oh, Dena, das musst du schaffen, ich glaube an dich. Auch die ganze Zeit, wo ich den Anfang nicht geschafft habe, jetzt mache ich immer so einfach Jump, 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 ja, Jump, Jump und Uhr. Nö, ich verstehe das alles nicht. Ja! Man wird immer besser. Den eskaliert. Mann, weißt du, was passiert ist? Was denn? Ich bin rückwärts runtergefallen. Oh. Es war traurig, es war dramatisch, aber ja, manchmal das Leben, es ist so. Manchmal muss ich mich auch bremsen. Manchmal springe ich einfach so Jump, Jump, Jump. Dann denke ich mir, nein, kurze Pause lang. Und das ist immer ganz gut eigentlich. Ich bin auch an der Stelle, wo ich gerade nicht weiterkomme. Ja, das Ding ist, wenn du, aber du musst jetzt sozusagen nicht immer den Anfang nochmal neu machen, ne? Richtig, das ist der Vorteil. Eben. Und diesen Vorteil, den habe ich gerade nicht. Ja, den musst du dir schnell holen. Warte, ich guck mal, ob ich rausgucke und deinen Namen vielleicht irgendwo sehe. Da, ich sehe den Namen. Guck mal ein bisschen höher. Ich bin leider hier runtergefallen. Guck mal ganz hoch. Oh, schade. Ja, ich war da schon runtergefallen. Ich hab da nur noch gewartet, weil ich es nicht realisieren konnte, realisieren wollte. Bleib mal kurz an der Stelle stehen, bleib mal stehen. Ja. Jetzt guck mal hoch. Nein, guck mal hoch. Da, siehst du mich? Ich spring hier. Ja. Hallo. Da oben. Hier oben musst du hin. Ach so, okay, ja, dann komme ich da jetzt hin. Ich hab ja ein Jetpack. Wir spielen ja Megaprojekt, denn wenn du mit denen nachfickst, wird die Gegend gesprengt. Ja. Wir erinnern wir uns mal ans Mega-Projekt, wenn du mit Dana fixst, wird gesprengt. Yeah. Okay. Ich glaube, die Runde könnte länger dauern, Dana. Lach mal nicht aus! Ich lach nicht über dich, ich lach mit dir. Ah, das ist schön. Oh, ich habe den Sprung endlich geschafft, den ich nie geschafft habe. Ja. Nein, ich bin wieder ganz unten. Oh. Aber doch nicht ganz unten. Nein, wieder unten an der Plattform. Also du meinst beim Start oder bei der Rakete unten? Bei der Rakete. Ja, ich dachte schon. Also, das ist sozusagen echt ein komplett fester Checkpoint. Ja. Das ist natürlich. Gut. Aber so eine lange Jump'n'Run Map habe ich auf dem Server ja noch nicht gespielt. Also Snake ist auch ziemlich lang. Hm. Ja, seine Schlange ist, die sind lang. So wie deine. Ja. Da lacht er den, aber er weiß, dass es nicht wahr ist. Nee, Simon, meine Schlange ist nicht lang. Ich bin doch gegen junge Dena mit der kurzen Schlange. Das weiß doch jeder.
Ich konzentriere mich jetzt lieber, okay? Okay. Okay. Auf diese ganzen Spielereien habe ich keine Lust gerade. Ich will jetzt gewinnen! Du warst schon 40, du bist schon 40 Mal runtergefallen. Ja! Bei dir läuft. Pass auf, 42 Mal, dann fall ich bestimmt nie wieder runter. Weil das Spiel möchte einfach, dass die 42 steht, weil das ist eine Zahl, die steht für Ausgeglichenheit und Ruhe. So, siehst du, jetzt steht die 42 da, jetzt werde ich einfach nie wieder runter. 43. Okay. Hätte ja sein können, das war eine Theorie, vielleicht habe ich mich auch verschätzt mit der Zahl. Bei mir ist 3, weil alle guten Dinge sind. Hä, du bist doch nicht erst 3 Mal runtergefallen, immer, die ganze Zeit, das geht doch gar nicht. Du doch. Fällst auch die ganze Zeit runter, aber das zählt nicht mehr, oder wie? Weil du nee, weil ich nicht rausfalle, ja. Also das ich falle ja immer wieder auf einen anderen Block sozusagen drauf. Das ist unfair. Das heißt, du bist einfach nur 3 Mal zurückgesetzt worden. Ja, bis ich bei der Rakete war. Das heißt, du musstest diesen Teil bis zur Rakete, wo ich die ganze Zeit scheitere, den musstest du doch nur 2-mal machen. 2-mal bist gescheitert und hast du einmal vielleicht hat man sogar einmal Glück und schafft es und dann müssen wir das nie wieder machen. Und ich werde geknechtet bis an mein Lebensende. Die Map ist echt geil, die muss ich öfter spielen mit jemandem. Du findest dich nur geil, weil du den Anfangsteil schon geschafft hast, die ist so schwächt. Ja, das stimmt, das macht echt Spaß, vor allem, weil ich höre, wie du dich freust immer. Das ja. macht dich auch glücklich, deine Freude. Ja, geteilte Freude ist geteilte Freude, ja. Ja, genau, das ist halbe Freude, meinst du? Ja. Geteilte Freude ist halbe Freude. Ja, ich schenke meine Freude jeder anderen Menschen, ja. Oh. 53, nicht schlecht. Ich mache noch einen neuen Rekord, ja? Okay. Der wird richtig hoch. Wir spielen das schon seit 10 Minuten? Ja, ich glaube, diesmal brauchen wir nur eine einzige Map spielen, also für die eine. Das fühlt sich an wie 2 Minuten, weil es so viel Spaß macht. Ich höre das an deinen Spaß, ich höre das. Hörst du auch, wie ich auf meine Tastatur einhämme? Dina, bist du wirklich so dumm oder tschüss, Nase? Oh nein, ich bin runtergefallen, aber trotzdem steht da noch 3. Willst du nicht mal aus der Rakete rausspringen oder so? Ich glaube, das wird toll. Nee, mach ich nicht. Bitte. Nee, den Sprung aus der Rakete zur Rakete rein mache ich nie wieder, der war das Schlimmste in meinem Leben. Oh, bestimmt scheitere ich daran, wenn ich das überhaupt dahin schaffe. Vielleicht warte ich auch einfach die ganze Zeit hier und tue so, als würde ich fallen. Vielleicht warte ich einfach die ganze Zeit auf dich. Das wäre natürlich auch witzig. Aber ich höre dich die ganze Zeit springen. Ja. Oder du tippst einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Ich chatte einfach mit jemandem. Hey, süße Maus. Ja. Ja, ich auch. Kuss. Was macht Katie überhaupt gerade? Mit mir chatten. Okay. Nein, sie spielt WoW. Ja, und chattet nebenbei mit dir. Und sie sitzt wieder vorm PC und spielt wieder WoW. Ist das ein Lied? Ja, es gibt so ein Lied, das heißt. Und ich sitze wieder vorm PC, spiele WoW. Von wem ist das denn? Von Damm. Das kenne ich nicht. Der macht coole Sachen. Das kann ich mir vorstellen, aber ich kannte es halt noch nicht. Weißt du, manche Sachen sind cool, aber ich kenne ja nicht alle coole Sachen. Man muss ja auch immer neue Sachen erkennen lernen können, ja? Zum Beispiel diesen Spielmodus, den hast du mir heute erst gezeigt und jetzt spiele ich den. Und jetzt wirst du schon wahnsinnig. Und jetzt bin ich schon voll, denke ich so, ja, das ist also mein ganzes Leben lang. Ich habe diesen Spielmodus sehr stark vermisst. Jetzt bin ich kurz auf Optifine gekommen, bin fast gestorben, aber nur fast. Nein! Mann, du verdammte Scheiße, wirklich. Ich bin Ich fall immer rückwärts. Ich möchte so, weißt du, so mir so ein bisschen mehr Anlauf möglich machen und dann springe ich immer rückwärts runter. Alter, deine Zuschauer werden dich lynchen. Machen die sowieso schon. Jedes Mal fallen sie mir in den Rücken. Oh, Dena, du bist schlecht, sagen sie. Dena, du kannst nix. Ich hatte kurz die Hoffnung, ich könnte es zurück auf meine Plattform schaffen, bei ihm Spinnnetzinger, aber die Hoffnung leider hat versagt und ich werde fallen und es ist ein trauriger, langsamer Tod, dem ich hier entgegenblicke und jetzt bin ich runtergefallen. 72. Ich mache die 100 voll. Oh ja. Wo lang? So weit war ich noch nie. Ja! Ja! Siehst du das Ziel schon? Nee, ich sehe überhaupt noch nicht das Ziel und ich bin schon.
Ich bin schon die ganze Zeit am Spielen, wie du hörst. Das sind eigentlich irgendwie zwei Maps auf einmal, habe ich das Gefühl. Es wird schon wieder Tag. Könnte es sein, dass es gerade wieder Tag wird? Vielleicht brauche ich ja auch die Sonnenstrahlen, um mich zu motivieren. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Ja, aber nicht komplett. Das wäre einfach so witzig, wenn du an irgendeiner Stelle doch wieder runterfallen kannst. Alter, und wieder von ganz vorne anfangen müsstest und es dann einfach nicht mehr schaffst. Stell dir das einfach mal vor, Dina. Stell dir das einfach mal vor. Ja, stell es mir gerade vor. Komm, Digga, bis in die Rakete musst du wenigstens schaffen. Komm. I try my best, you know. But the best sometimes is simply not enough. Ich gebe dir bis 100, Versuchen, gebe ich dir die Chance. Okay. Wenn du 100 Fehlversuche hast, dann renne ich ins Ziel. Als ob du das einfach kannst. Ich bin ein Ungeheuer. Ich bin ein Ungeheuer. Ich kann das einfach hier. Schau her, ich bin ein Ungeheuer, ja. Sterben manchmal nicht schwer an Sachen, sondern an den leichten. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, was habe ich mit meinen Haaren gemacht eigentlich? Du hast einfach dir die Haare zerrauft. Ja, das stimmt. Alter, ja. Dena, was haben wir uns hier für einen Spielmodus ausgesucht? Du hast den ausgesucht. Ja, Mann. Wir saßen gerade einfach nur im Essen. Wir hatten uns noch bei Subway, hatten wir uns Subs geholt und haben die dann gerade verspeist. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ja bald noch ein Video heute machen. Ja, dann lass doch zusammen Superjump machen. Und ich habe mich darauf eingelassen. Ich dachte, Superjump, Jump, Jump, here we go now. Ich dachte, ja, das hört sich nach einem tollen Spielmodus. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das, ja. Und dann kam sowas her. Das ist traurig. Traurige Geschichte. Ich komme gar nicht ins Ziel, bis du deine 100 hast. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, ins Ziel zu kommen, bevor du deine 100 hast. Aber wenn du jetzt extra die ganze Zeit runterspringst, das wäre assi. dein Ziel sollte sein, bevor du die 100 hast, in die Rakete zu kommen. Mein Ziel ist, bevor du die 100 hast, ins Ziel zu kommen. Okay. Ich bin gerade auf zum ersten Mal lang wieder relativ weit. So. Die ist eigentlich voll einfach, die Map. Die ist eigentlich voll einfach. Wir stellen uns einfach nur dumm an. Beim nächsten Mal mache ich die Map easy. Aha. Mann! Also ich bin noch nicht runtergefallen, aber hier ist so eine Stelle, da muss man um die Ecke, weißt du? Oh nein, bitte lass mich hier rauffallen, 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 bitte lass mich hier rauffallen. Oh, jawohl! Oh mein Gott. Ich dachte, ich fall runter, aber nein. Das ist nicht leicht, weil man muss hier so um die Ecke springen, weißt du? Ja! Okay. Gleich geht's rein in die Rakete, okay? Sag mir genau, wenn du in die Rakete reingehst. Sag mir noch ganz nicht. Genau, wenn du in die Rakete reingehst. Ich fail diesen Sprung, und? Okay, ich habe ihn noch geschafft. Okay, warte. Es sieht so aus. Ich muss den Shader ausmachen. Ja, wenn den einen Shader ausmacht, dann. Es ist alles komplett weiß bei mir. So richtig scheiße hell. Da kennt man auch nichts gut. Das ist zu hell. Muss man vielleicht von einer Rakete zur anderen springen, oder? Nee, ist zu weit. Hä, wo geht's denn weiter? Bist du in der Rakete schon drin? Nee, noch nicht ganz. Muss mir genau sagen, wenn die Rakete reingeht. Hä, das sind noch so 4 Raketen, ne? Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab da draußen nur 3-mal runtergefallen. Also ich bin da nicht so oft gewesen. Ich bin nicht so ein Stammkunde wie du. In welche Richtung geht es hier weiter? Weil hier kann man ja nicht drauf. Bist du einmal durch Spinnenweben sozusagen so durchgegangen? Nee. Immer nur um die Spinnenweben herum. Ja, da muss man, glaube ich, hier. Bist du so sicher, Nifon? Das sind ja 4 Raketen. Sicher, dass du nicht einmal von einer gewechselt bist auf eine andere? Das weiß ich nicht, aber ich bin immer zu den Blöcken. Die sieht man schon irgendwie, die Blöcke. Die sind schon so. Ja, sehr, weil das sieht jetzt schon so aus. Ich spring da drüber. Wenn ich es nicht schaffe, war es halt dumm. Okay. YOLO! Ja, ich hab's geschafft, okay. Okay. Es ist Spannung! Spannung! Ich wette, ich bleibe an dem scheiß Ding hier hängen. Mein Gott. Ja! Oh, schon wieder so ein scheiß Ding. Ja! Dena. Wie lange nimmst du schon auf? Also die Map läuft schon 17 Minuten und wir hatten schon davor so vorgeplinkelt. Lass mich zurück, bitte. Ich hänge in den Spinnennetz, aber vielleicht schaffe ich es wieder zurück. Ich glaube, ich schaffe es. Nee, sieht gut aus. Oh ja, ich habe es geschafft. Ich glaube an dich. Ja. Oh, hier ist nichts darunter. Wenn ich hier verkacke, habe ich verkackt.
Komm, Dena, ich glaub an dich, ich glaub an dich. Sobald du stirbst, ist die Map vorbei. Dann renn ich ins Ziel. Verdammt! Verdammt, Mist! Dann vielleicht. Dena? 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 Scheiße ist das! Dena? Mann! Ich höre dich nicht! Dena? Ja. Dann würde ich sagen, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hab gewonnen, Dina, ich hab gewonnen. Jetzt hast du gemacht. Ich war voll nah dran an der Scheiße. Und es war am Ende richtig knapp. Ich war noch voll. Boah. Ja, es war ein Todesspiel. Wir haben auch eine Runde ein bisschen davor gespielt. Auf den Kanal von Simon. Link ist unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da war ich auch sehr doll unterwegs. Aber ich frage mich, ob ich da gewonnen habe. Den hat sich auf jeden Fall auch wieder sehr gefreut. So wie in deiner Runde. Das ist immer doll. Wieso verlierst du immer den? Da steht es schon im Chat. Oh. Oh, Dena, du Armer. Es tut mir so leid. Und Dena, komm, darfst du auf meinem Kopf einmal reiten. Komm, darfst du einmal auf meinem Kopf reiten. Klick rechts mit der Faust auf meinen Kopf. Oh ja. Das ist toll. Warte, ich mach noch Schädern, dann sieht das ganz toll aus. Hast du Spaß? Spaß der Sonne entgegen. Oh ja, das ist toll. Oh ja. Wenn ihr auch Spaß hattet beim Zuschauen oder wenn ihr beim Zuschauen wenigstens Spaß hattet im Gegensatz zu mir, dann drückt den Daumen nach oben. Das würde mich freuen, wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Minigames mache. Dann sagt, schreibt es mir in die Kommentare oder drückt einfach einen Daumen nach oben. Dann sehe ich, ob ihr sowas halt hier mehr wollt oder eben nicht. Und falls ihr mehr davon wollt und jetzt schon nicht genug davon bekommen könnt, schaut auf jeden Fall bei Simon vorbei, weil der macht häufiger solche Minigames. Link zu ihm ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wir haben auch schon eine Runde aufgenommen. Und das war's für heute. Vielen Dank. Morgen geht's wieder weiter, wahrscheinlich mit Craft Attack oder mit anderen Sachen. Ich muss mal schauen, wie ich das also mache. Und nachdem, wie ihr das wollt und wie ich das hinbekomme. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.